Frankreich im Ausnahmezustand und nichts ist seit Freitag wie früher. Der IS bekennt sich zu den Anschlägen, bei denen mindestens 129 Menschen starben. Weitere 350 sind verletzt, 7 von 8 Terroristen tot. Ein Belgier, Abdelhamid Abbaout, 26 Jahre alt, geboren in Brüssel, vermutlich einer der Schlüsselfiguren bei den Attacken, wird nun gesucht. Die Ermittler wollen bei einem der 7 Selbstmordattentäter einen syrischen Pass gefunden haben. Französischer Premierminister Manuel Valls sieht die Terrorwelle erst am Anfang. Wir werden für eine lange Zeit mit der Gefahr durch Terrorismus leben. Wir müssen auf neue Angriffe vorbereitet sein. Die Terroranschläge in Paris schlugen mitten in die Flüchtlingsdebatte rein. Es gibt Beweise, dass der IS nun diese Route nimmt, um seine Dschihadisten nach Europa zu bringen. Wenn der IS sagt, dass sie die Migrantenwelle nutzen werden, um Europa mit 500.000 Dschihadisten zu fluten, dann denke ich, sollten wir besser zuhören. Es gibt Schmuggler, die Geld nehmen, um die Leute nach Belgien oder Deutschland zu bringen, ohne dass man ihre Fingerabdrücke nimmt. Die Flüchtlinge und Migranten sind nicht bereit, dass man sie registriert. Keine Fingerabdrücke, keine Bilder. An diesem Wochenende trafen sich die Staats- und Regierungschefs der G20 im türkischen Antalya. Wenige Stunden nach der Tragödie in Paris, die die ganze geplante Agenda über den Haufen schmiss. Uns erreicht gerade die Meldung aus der Türkei, dass Präsident Putin seinen G20-Partnern die russischen Erkenntnisse präsentierte, nach denen die IS-Finanzierung aus über 40 Staaten kommen soll, darunter auch G20-Mitglieder. Wichtig, es geht nicht ausdrücklich um Staatspolitik, sondern um alle, auch private Geldquellen. Hollande verhängte den Ausnahmezustand und kündigte Luftangriffe auf die IS-Hauptstadt, die syrische Stadt Raqqa, an. Ein weiteres Land beteiligt sich jetzt an dem Kampf gegen den Terror in Syrien. Doch was bringen Frankreichs Luftschläge wirklich? Nicolai Gericke spricht heute mit dem ehemaligen Al Jazeera-Korrespondenten und syrischen Journalisten Aktam Suleiman über die jüngsten Ereignisse. Herr Suleiman, ich begrüße Sie in unserem Studio. Die Anschläge in Paris, wie genau wird das jetzt die Region im Mittleren Osten verändern? Ich meine, Saudi-Arabien ist eigentlich der Großvater solcher Organisationen, man könnte schon bezeichnend sagen. Wird mit Frankreich finanziert, also es gibt diesen Handel mit Saudi-Arabien, es sind Alliierte, man bekämpft sozusagen auch andere Terrororganisationen, den IS selbst. Wie genau wird sich das nun auf die Region auswirken? Ich glaube, das schulden wir den Opfern von Paris, dass endlich Farbe, dass man Farbe bekennt, ob hier im Westen oder an anderen Ländern, wo die Front verläuft. Es kann nicht sein, dass die Chefideologen oder Ideologieexporteure von solchen Organisationen, das ist nun mal am Golf, am arabischen Golf, gleichzeitig die großen Handelspartner, zumal was Waffenlieferungen angeht, bleiben. Das geht und gar nicht. Es kann nicht sein, dass die Kurden, die gegen den IS kämpfen im Norden Irak, im Norden Syrien, gleichzeitig die Kurden sind, die von der Türkei wiederum ein Verbündeter des Westens angegriffen werden. Also irgendwann mal nach all den Jahren im Nahen Osten, jetzt dieses Chaosjahren, sage ich mal, muss hier eine Front definiert werden. Und nach dieser Definition muss gehandelt werden. Wobei ich bin nicht so optimistisch. Glauben Sie, dass der Westen sich diese Zugeständnisse machen kann?
Leider nein, momentan nicht, aber ich glaube, dass die Ereignisse einem in ihre Bahn ziehen. Das heißt, wie viele Anschläge braucht man noch, um zu kapieren, A, diese Ideologie ist an den Wurzeln zu fassen, nicht jetzt in Paris oder in Brüssel oder der andere oder die Moschee oder die Organisation. Nein, es gibt eine Quelle für all das, es gibt Finanzierung, es gibt Strukturen. Natürlich wird man sich der Frage stellen, habe ich mich als Westen im Nahen Osten mit den richtigen Themen befasst? Wenn wir jetzt die Äußerungen zu Assad zählen, seitens Paris, und die Äußerungen zum syrischen Präsidenten, meine ich, und die Äußerungen zum IS, dann merkt man, man war ganz woanders beschäftigt. Und dafür müssen die Politiker in Frankreich zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn ein Präsident zwei solche Anschläge erlebt, einmal Charlie Hebdo im Januar und jetzt sowas, und das Einzige, was die Polizei dann machen kann, zu sagen, ach, der eine war uns bekannt und der andere auch und den hat man mal beobachtet und der dritte kam aus Syrien, aber wir haben nicht gehandelt. Ich frage mich, ob das politisch lange tragbar sein wird. Aber man belächelt ja auch die Aussagen von Assad. Also er hatte ja schon in mehreren Reden bekannt gegeben, dass natürlich Europa auch diese Art ernten wird, die sie in Syrien sieht. Aber wie speziell wird sich das jetzt auch auf Syrien ausweiten? Ich meine, jetzt ist der G20-Gipfel. Kommt man irgendwie auf einen gemeinsamen Boden mit Assad? Man kann optimistisch argumentieren und sagen, dass diese Großereignisse, und das sind Großereignisse, dramatische Ereignisse, die Akteure dazu vielleicht verleiten konnten, motivieren konnten, über den eigenen Schatten hinwegzuspringen und endlich die Thematik im Nahen Osten anders sich zu nähern als wie bislang. Assad muss weg, Assad muss bleiben, Saddam damals muss weg, der andere, Arafat ist Held, Arafat ist Terrorist, ein bisschen mehr Seriosität anhand der Ereignisse. Sie haben das mit Assad angesprochen. Ja, die Lehre, ich weiß nicht, ob das jetzt diplomatisch von ihm klug war, das jetzt so zu formulieren, aber inhaltlich ist allemal richtig. Man kann nicht ganze Länder im Nahen Osten, Irak, Syrien, Libyen, den Boden gleich machen, direkt oder indirekt, und dann erwarten, dass da Engel dabei rauskommen und mit den Flügeln flattern. Es kommen genau solche Gestalten und Organisationen. Deswegen haben wir immer gesagt, damals bitte die Staatlichkeit lassen mit Assad, ohne Assad. Es geht um Staaten und Staatlichkeiten, es geht um Gesellschaften, um Millionen von Menschen. Da kann man nicht so Computerspiele machen, den einen schieße ich ab und den anderen will ich nicht haben. Und diese ganze unverantwortliche Herangehensweise, das, denke ich mal, wird jetzt neu durchdacht, nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Selbstliebe jetzt. Ah, diese Unverantwortung. Aber kann man diesen Schaden denn wieder gut machen, den man bis jetzt begangen ist? Wir reden um Gottes Willen überhaupt nicht über Wiedergutmachung. Das ist jetzt für die Geschichte und Geschichtsschreibung jetzt überlassen. Ich als Syrer fühle mich schon beleidigt natürlich. Der eine Attentäter in Frankreich, der bei diesem Angriff auf diese Theatersaal oder Theatervorstellung, der war monatelang in Syrien. Man soll sich das vor Augen führen. Wenn er sich in Paris in einem Theater so benimmt, wie hat er sich eigentlich benommen in Syrien die ganzen Monate? Wie viele Menschen hat er auf dem Gewissen? Und warum hat keiner eine Träne verloren? Auf einmal ist es interessant, wo im Theater in Paris landete. Aber in Syrien ging es ja um Demokratie. Bestimmt diese eine Person, diese eine Gestalt, diese eine Figur, die im Theater war, bestimmt ging es diese Figur um Demokratie. Wie heuchlerisch war das alles? Und jetzt endlich muss man Farbe bekennen. Das versuchen die Russen übrigens bei diesen Wien-Gesprächen. Wer ist in Syrien Terrorist? Diese Frage wird nicht mehr so schwammig, so grau bleiben, wie sie bis jetzt geahndet wurde. Jetzt gab es auch einen Tag vor den Attacken in Paris, gab es Attacken im Libanon, in Beirut, mit mehreren Selbstmordattentätern. Nasrallah, also der Anführer von Hezbollah, hatte dazu gesagt, dass der IS weder im Krieg noch im Frieden überleben kann, sondern nur im Chaos und im Morden. Ist das jetzt eine neue Strategie? Also ich meine, das ist ja Strategie dahinter, was in Paris passiert ist. Und ist auch nicht so einfach zu machen. Ist da jetzt, versucht der IS, Europa zu spalten? Wenn man nur wüsste, aber der IS ist so eine Organisation, wo man weiß, man kann mit denen nicht verhandeln über ihre Ziele. Natürlich gibt es immer so Kriegsparteien oder Konfliktparteien und jeder hat seine maximale Ziele und dann sitzt man zusammen und der will das, der andere will dies. Bei dem IS gibt es da nichts zu verhandeln.
Das heißt, die wollen nicht diese 3 Quadratmeter mehr oder weniger. Die wollen nicht die eine Stadt mehr oder weniger. Die wollen nicht. Für die ist es eine absolute Ideologie, hat mit Ort, mit Nationalität, mit Rasse nichts zu tun. Deswegen zu schlagen in Paris wie jetzt neulich oder in Brüssel wie früher oder in Syrien und Irak, das ist die gleiche Aufgabe. Das sind sozusagen die negative Erscheinung von diesem Weltbürgern oder Kosmopolitiker, ne, Menschen. Insofern finde ich das, was er gesagt hat, also Hassan Nasrallah von Hezbollah, schon sehr wichtig, dass das ein, wer IS beenden will oder solche Erscheinungen beenden will, sollte unbedingt das Chaos beenden. Alles andere wäre Quatsch. Und was macht man im Nahen Osten? Man produziert noch mehr Chaos in Syrien, in Irak, anderswo und sagt, man will das bekämpfen. Und jetzt ist der Westen übrigens chancenlos. Was will man jetzt machen? Einmarschieren nochmal im Irak und Syrien? Der Einmarsch im Irak 2003 war ja einer der Gründe, warum der IS kam. Es ist eine Sackgasse, es ist ein Dilemma. Und hier muss irgendwann mal klare Sprache gesprochen werden, müssen auch klare Entscheidungen getroffen werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass man auch die Außenpolitik danach ausrichtet, sonst geht man mit den eigenen Bürgern, mit dem Leben der eigenen Bürger sehr leichtsinnig um. Und jetzt ist ja auch die Diskussion mit den Flüchtlingen. Also die Flüchtlinge kommen hierher ohne Ausweis, ohne Identität. Glauben Sie, dass es wirklich eine Gefahr ist, also dass sich der IS gerade da einmischen kann? Flüchtlinge als Thema, als meinetwegen in Anführungsstrichen Problem oder Herausforderung, das ist die eine Sache. Aber wie wir gesehen haben in Paris, der IS hat Leute aus Belgien, hat Leute aus, also französische Staatsbürger, belgische Staatsbürger oder Araber, die in Belgien gelebt haben, die hat das nicht wirklich gebraucht, dass jetzt irgendwelche Attentäter unter den Flüchtlingen. Also ich würde versuchen, die zwei Themen nicht zu mischen, auf gar keinen Fall. Das wäre den Flüchtlingen gegenüber unfair und das wäre auch der Professionalität von diesem IS unfair. Die sind sehr professionell. Aber natürlich, klar, macht man sich Gedanken, diese Politiker, die so leichtsinnig mit der Sicherheit der eigenen Bevölkerung so umgehen, sind sie in der Lage, eigentlich mit einer großen Herausforderung wie die Flüchtlinge umzugehen? Da ist man natürlich im Zweifel. Da fragt man sich natürlich, was passiert in 10, 20 Jahren? Haben Sie eine Vorstellung dieser Politiker? Hat dieser Politikstil überhaupt eine Zukunftsvision? Oder Sie haben ein Problem, dann klären Sie das durch Unterkunft, durch sonst was und dann haben Sie das Nächste und das Nächste und das Nächste. Ich neige eher dazu zu sagen, eher die zweite Variante leider. Aber der IS scheint ja eine langfristige Strategie hier durchzuführen. Also gerade die Leute hier in Europa auch gegeneinander IS ist ein Judo-Spieler. Der benutzt praktisch die Kraft der anderen Seite, um diese Seite zu besiegen. Das ist die Strategie, ob jetzt Sunniten, Schiiten im Irak, Geschichten, Kurden, Araber, ob hier jetzt Flüchtlingsproblematik mal einen syrischen Pass so auch dazu tun, damit dann die Flüchtlinge als jetzt der Ursprung von dieser Problematik erscheinen und dann geht ein gesellschaftlicher Konflikt los und dann fühlen sich die einen ausgegrenzt, dann radikalisieren sie sich, die anderen haben Angst und dann tragen sie zur Radikalisierung. Der anderen Seite, das ist typisch Al-Qaida, das ist typisch IS, die neueste Form von Al-Qaida. Sehr kluge, in Einführungsstrichen, strategische Köpfe. Vielen Dank, Herr Suleiman, für das interessante Gespräch. Und im zweiten Teil geht es dann bei uns weiter mit Rainer Rupp zu den Anschlägen in Paris und James Risen, einem Journalisten der New York Times, zu den Hintergründen der wachsenden Gefahr des Terrorismus. Uncovering hidden stories, moving against the mainstream, going to all lengths to bring real news to Britain. I'm Afshin Ratansi, going underground to bring you the stories that really matter, only on RT. Wir haben uns gefragt, warum solche Anschläge trotz der weltweiten Arbeit der Geheimdienste im Kampf gegen den Terror immer wieder stattfinden. Rainer Rupp war einmal
ein Doppelagent, bekannt unter dem Namen Topaz und mit der Tätigkeit der Geheimdienste bestens vertraut. Dazwischen diese großen Anschläge sind ja diesen Sicherheitsdiensten im Allgemeinen immer dazwischen gerutscht. Die Erfolge, die sie bisher hatten, waren fast alle nur mit sogenannten Agents Provocateurs, die sie vorher eingeschleust haben. Und die eigentlichen großen Anschläge von Boston bis jetzt über Paris und anderswo sind ihnen immer dazwischen gerutscht. Was die Logistik betrifft, so kann man schon davon ausgehen, dass das nicht in irgendeiner Höhle geplant wurde. Aber so viel ist es auch wiederum nicht. Man kann hier, wie man gesehen hat, in Frankreich auf Leute mit Lokalkenntnissen setzen, die sich auskennen, sprachlich auskennen. Wenn sie Franzosen übrigens sind oder Belgier, geht man durch. Das ist auch kein Problem. Ich würde also das nicht allzu hochhängen im Rahmen von logistischem Aufwand. Und was allerdings auch noch dabei auffällt, das sind auch hier wiederum etliche Ungereimtheiten. Man das an den 11. September in etwa erinnert und an frühere Anschläge, wo man immer in dem Durcheinander, in dem Blut, in der Zerstörung einen intakten Pass findet, was mich wundert, wenn ausgerechnet von einem Selbstmordattentäter, der seinen Sprenggürtel gezündet hat, da findet man einen intakten, von dem findet man neben der Leiche oder das, was von ihm übrig geblieben ist, einen intakten Pass. Es gibt auch weitere Ungereimtheiten in dieser Richtung. Das sind, grundsätzlich würde ich sagen, man sollte erst einmal an all diese Aussagen von den Geheimdiensten, den westlichen Geheimdiensten mit großer Vorsicht herangehen und immer erst einmal fragen, was wird damit bezweckt, cui bono, wem nützt es letztendlich? Selten reden unsere Medien über die eigentlichen Ursachen der Entstehung von Terrororganisationen wie dem IS. Der Krieg gegen den Terror hat den Terror erst richtig entfacht. Zweifacher Pulitzer-Preisträger und Journalist der New York Times, James Risen, sprach mit Nicolai Gericke über die Ursachen der wachsenden Terrors, von einer schlecht durchdachten Strategie bis hin zu Milliarden von US-Dollar, die dabei wie aus dem Nichts verschwunden sind. Mr. Risen, ist der Krieg gegen den Terror wirklich ein Krieg gegen den Terror? Wenn man es genau betrachtet, ist der radikale Islam auf dem Vormarsch und wir scheinen nicht daraus zu lernen. Wie ich es in meinem Buch Pay Any Price geschrieben habe, das beschreibt, wie der Krieg gegen den Terror in beinahe 14 Jahren zu einer Jagd auf das Geld geworden ist. Eine Art korrupter Prozess, der nicht mehr länger funktioniert. Sie erwähnten auch in Ihrem Buch, nicht allein Sie, auch der US-Verteidigungsminister, dass mehr als 2,3 Billionen US-Dollar im Krieg gegen den Terror verschwunden sind. Wo ist das Geld hin? Im ersten Kapitel meines Buches beschreibe ich, wie Milliarden Dollar von den USA aus in den Irak geflogen wurden. 100-Dollar-Noten. Vieles davon verschwand, wurde gestohlen. Einiges davon endete in einem Bunker im Libanon. Es wurde gestohlen und dann versteckt. Es gibt eine Menge Beispiele von Verschwendung, Betrug oder unverblümten Diebstahls während des Krieges gegen den Terror in den vergangenen 14 Jahren. Ich denke, so etwas passiert immer dann, wenn man einen Krieg so lange führt, bis die Menschen vergessen, welchen Grund dieser Krieg eigentlich hat. Der Krieg gegen den Terror ist nun wie der Krieg gegen die Drogen. Er hat kein Ende und ist kaum definiert. Aber wo ist das Geld hingelangt? Was war der Nutzen?
Das ist eine gute Frage. Nach 9/11 hat die Bush-Administration und später die Obama-Administration den Antiterrorismusprogrammen einfach weiterhin Geld hinterhergeworfen, ohne groß darüber nachzudenken, was sie tun oder wie diese Programme wirken sollen. Without really much thought about what they were going to be doing or how these programs were supposed to be effective. Sie haben Geld nach Afghanistan und in den Irak gepumpt und an weitere Orte. Und nach all den Jahren gibt es nur sehr wenige Ergebnisse für all dieses Geld. Ich würde sagen, es gibt nichts vorzuweisen, denn wenn wir uns heute die Probleme ansehen, wir haben eine Flüchtlingskrise, wir haben eine Rückkehr von Krankheiten wie Cholera in Syrien. Wieder einmal ist Extremismus auf dem Vormarsch und auch der Nationalismus in Europa als eine Reaktion darauf. Also geht es nur um Geld oder was ist das Endziel? Well, that's a good question. Eine gute Frage. Ich denke, das grundlegende Problem für speziell die USA lautet, dass wir versucht haben, alle Probleme militärisch zu lösen, die in der Periode nach 9/11 aufkamen. Und das Ergebnis lautet, dass wir die Dinge in vielen der Länder, in denen wir beteiligt waren, verschlimmert haben. And the result has been that we've made things worse in many of the countries that we've gotten involved in. I think just that you could make a case that dass beinahe jedes Land, in dem die USA seit 9/11 offene militärische oder verdeckte geheimdienstliche Operationen durchführten, nun schlimmer dasteht als zu dem Zeitpunkt, an dem wir damit begannen. Ich denke, der gesamte Krieg gegen den Terror ist dysfunktional. Seit den Angriffen vom 11. September hatten wir zwei unterschiedliche Präsidenten. Wir hatten George Bush und Obama und beide. Im Grunde führte Obama fort, was Bush nicht vollenden konnte. Sind denn dieselben Personen darin verwickelt? In manchen Fällen ja. Es ist eine der großen Überraschungen, dass Obama so viele der Politiken von George Bush fortgeführt hat, obwohl er von den amerikanischen Bürgern gewählt wurde, um eine Veränderung herbeizuführen. Was wir gesehen haben, war, dass Obama viele der Leute, die an Bushes Antiterrorprogramm beteiligt waren, behielt. Und von Obama wurde nie wirklich untersucht, was unter Bush passiert ist. Er unterdrückte in gewisser Weise die Informationen über Dinge wie Folter, anlassloses Abhören und so wurde niemand dafür zur Verantwortung gezogen. Und als Ergebnis wurde diese Politik fortgeführt. Und viel Neues wurde eingeführt. Beispielsweise begann Obama, Drohnen einzusetzen und das mehr, als Bush es jemals tat. Wenn Sie sich das Problem ansehen, könnte man behaupten, es wäre alles gewollt. Es wäre eine Politik, die den Terrorismus niemals enden lassen sollte. Es gibt den sogenannten Cobra-Effekt. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Als Indien eine Kolonie war, erließen sie dieses Gesetz, dass die Menschen in Delhi Geld erhielten, wenn sie eine dieser giftigen Schlangen töteten und sie der Verwaltung brachten. Am Ende züchteten die Menschen einfach die Schlangen, die Regierung kam dahinter und sie schafften das Gesetz ab. Darauf ließen die Menschen die Schlangen frei und das Problem wurde viel schlimmer. And they abandoned the law, and then afterwards the people released the snakes, and the problem got just much, much worse. So is it just? Sind es also falsche Richtlinien, oder ist es nun ja, man muss einen Feind schaffen, damit man ihn bekämpfen kann? Ich denke nicht, dass es irgendeinen Beweis dafür gibt, dass sie wirklich absichtlich versuchen, Feinde zu erschaffen. Es ist eine ganze Reihe schlecht durchdachter Politik, die massiv nicht beabsichtigte Konsequenzen hat. Sie haben nie durchdacht, welche Auswirkungen einige ihrer Strategien an Orten wie dem Irak oder in Afghanistan haben würden. Sie dachten, wenn sie in den Irak einmarschieren und Saddam Hussein entfernen, dann würden sie als Befreier begrüßt. Sie dachten, wenn sie Osama bin Laden loswerden, dann würde das Ende des Krieges gegen den Terror bedeuten. Sie haben nie wirklich versucht, an die Wurzel des Extremismus zu gelangen. Sie behandeln das weiterhin taktisch auf kurzsichtige Weise, die jedoch auf lange Sicht unbeabsichtigte Konsequenzen hat.
Meine letzte Frage an Sie. Ich denke, es war letzte Woche, als es einen Terroranschlag in einer geheimen Militärbasis in Jordanien gegeben hat, wo zwei amerikanische Söldner getötet wurden. Der Ort wurde auch genutzt, um syrische Rebellen, sogenannte moderate Rebellen, auszubilden. Wenn man das ganze Beispiel auf Syrien überträgt, was denken Sie, wäre im Allgemeinen eine gute Lösung, um endlich das ganze Konzept oder das Problem Terrorismus zu beenden? Ich denke, Syrien ist ein perfektes Beispiel dafür, wie schwierig und komplex diese Themen sind und wie wenig durchdacht es die amerikanische Außenpolitik ist. Wir haben noch keinen Weg gefunden, um herauszufinden, wen genau wir nun unterstützen möchten, und haben sie eine realistische Chance, Syrien jemals zu führen. Was tun wir mit den vielen anderen Ländern, die ebenfalls ein Interesse an Syrien haben? Das ist wahrscheinlich das komplizierteste Problem, seit der Krieg gegen den Terror begann, und eine Art Symbol für all die nicht beabsichtigten Konsequenzen, die letztendlich nach Hause zurückkehren und sich dann rächen. Was meinen Sie, sollten die USA tun? Ich weiß es nicht. Es ist sehr schwierig. Wir tun das nun seit 14 Jahren. Wenn man sich selber eine Grube gräbt und aus dieser Grube wieder heraus möchte, dann sollte man zunächst einmal aufhören zu graben. Ich denke, das würde ich vorschlagen. Zunächst einmal sollten wir aufhören zu graben. Mr. Risen, danke fürs Interview. Thank you. Das Problem scheint sich nur noch weiter zu entfachen. Die Anschläge im Libanon, der vereitelte Anschlag in der Türkei heute und das Massaker in Paris sind eine direkte Folge der wachsenden Terrorgefahr. Das Interview mit James Risen zeichnete Nikolai übrigens am Donnerstag auf, also einen Tag vor den Anschlägen in Paris. Es hat nichts an Aktualität verloren, eher im Gegenteil. Und wir sagen wieder Tschüss. Schaltet am Mittwoch wieder ein.